Jetzt kommt's halt, jetzt wird es halt interessant, weil selbst diese Leute, die hier diesen Coronavirus eingeführt haben, wissen es natürlich auch, dass es die Wahrheit ist, okay? Und selbst die schauen, wette ich mit dir, auch die Ältesten von Great Millstone, okay? Weil sie wissen, dass sie die Wahrheit erzählen und natürlich auch da Geheimnisse aussprechen, okay? In Afrika gibt es keine Camps oder sowas, okay? In Afrika gibt es sowas nicht. Wie gesagt, weil die Israel bzw. die Wahrheit aus Amerika rauskommt, okay? Die kommt nirgendwo anders her, aus Babylon, okay? Das heißt, in Afrika hast du zwar Israeliten, okay, aber du wirst da keine Wahrheit finden, okay, sondern du wirst halt vor allem Ham auch finden, weil, wie gesagt, Ham hat sich auch mit uns vermischt viel und so, weißt du. Deswegen ist halt, sage ich mal, das, was eigentlich den Geist der Wahrheit hat, ist eigentlich die Wahrheit an sich, okay. Und nur das wird auch, sage ich mal, vor sowas, ja, vor so einem Virus zum Beispiel schützen, okay, ist halt so. Weil es ist halt die Waffe von Jehovah, okay, von Gott, der sowas auch einsetzt, okay. Wie gesagt, diese Leute wissen, dass die Bibel wahr ist, okay, aber sie machen trotzdem ihre Sache weiter. Wisst sie? Deswegen, weil sie halt denken, sie können einerseits nichts dagegen machen, das wissen sie sogar irgendwo, ja, aber sie versuchen halt trotzdem irgendwie den Segen vom Königreich irgendwie noch auf sich zu bringen und so, weißt du? Also solche Geschichten halt, sind einfach verrückt, okay? Sind einfach verrückt, okay? Und ich hatte mal, wie gesagt, den Traum mit den Superkräften sind biblisch und so, okay? Habe ich mal einen Traum erzählt, das Video ist sogar deutsch, okay? Und das ist die Wahrheit, okay, was ich da erzählt habe. Weil ultimativ, wie gesagt, mir war zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Traum hatte, bewusst, dass diese Leute momentan ihre Sache machen, okay? Diese Eliten, okay? Und wir waren auf dem Weg wahrscheinlich zu denen oder so, okay? Mit unseren Superkräften, wir waren auf dem Weg zu denen, okay? Das heißt, eigentlich haben nur die Eliten, die Israeliten und das Militär natürlich, wenn es blöd auf blöd kommt, eigentlich auch die Israeliten mit Superkräften zu fürchten, okay? Aber ultimativ eigentlich nur die Eliten, okay? Weil Jahwe setzt sicher keine. Also, es ist halt so, dass Jahwe Schei hat das Recht, die Heiden zu richten, okay? Weil du liest halt, dass sie auf den sehen werden, den sie durchbohrt haben. Das heißt, Jehovah Shai selbst hat Feinde und diese wird er vernichten, okay? Aber Israeliten werden wahrscheinlich nur gegen die Eliten eingesetzt mit Superkräften, okay? Und das hatte ich halt in diesem Traum gesehen, okay? Also Israeliten sind keineswegs irgendwelche Leute, die in Synagogen reinlaufen und irgendwie anfangen, Leute abzustechen, okay? Keineswegs. Und wenn, dann haben sie es nicht von GMS gehört, sondern sind halt, wie gesagt, diese reinkarnierte Wicked Israelites, okay, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben und von Yahweh auch erblindet sind, okay. Aber ultimativ ist es alles sowieso eine Schauspielerei von Esau Edom, okay. Amalek ist ganz vorne mit dabei, wie gesagt, sogenannt, also die sich selber jüdisch nennen, okay. Jüdisch sagt ja schon, dass sie keine Juden sind, sondern dass sie sich als solche bezeichnen wollen und dann eben, also das Wort allein sagt ja schon, wer sie sind, okay. Wie gesagt, die sind Amalek, okay, die wissen auch von unserer Bibel sogar noch am besten, okay, die haben damals einiges übersetzt von und so weiter, vom Hebräischen und so weiter, weil sie der Sprache mächtig sind, hat nichts damit zu tun, dass sie die Leute sind, okay, und so weiter und so fort, okay, Hebräisch war damals die erste Sprache, wie ich mittlerweile denke, okay. Also, es ist halt im Endeffekt so, dass er solche Schauspiele nutzt, um der Masse zu erläutern, als wären die Israeliten, sag ich mal, Menschen, die kriminell sind, okay? Die jetzt da irgendwie irgendwelche Leute abstechen, okay? In Synagogen, okay? Also er stellt sich immer in den Medien als besser dar, sozusagen, auch als seine eigenen Leute, okay? Und das ist halt ungefähr mal gar nicht der Fall, weil er halt ungefähr mal für alle Morde und Raube verantwortlich ist, beziehungsweise die Vorväter, die in der Vergangenheit überhaupt geschehen sind. Aber davon wird dir natürlich nichts in den Schulen erklärt. Wieso auch, würde ja nicht, würde das Ganze nicht in einem guten Licht dastehen lassen. Vor allem mit den sogenannten, sich selbst nennen jüdischen Leuten. Okay. Aber das ist halt alles eigentlich Information, die da draußen ist und auch nicht schwer sein soll zu finden. Okay. Das wissen sie sogar die zwei Drittel eigentlich, okay. Einiges davon, nicht alles, okay. Aber es spielt keine Rolle, weil Informationen und Bücher machen, es sagt der Prediger ultimativ, kannst du dein ganzes Leben lang machen, okay. Du kannst eine ganze Bücherei besitzen und alles gelesen haben. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, die von GMS kommt, okay, dann hast du halt nichts mit Prophetie zu tun und dann hast du halt auch nicht die Wahrheit und da bist du sowieso verloren, okay.
Es ist halt einfach so, okay? Weil Gott interessiert es halt ungefähr mal gar nicht, okay, was du denkst zu wissen. Ihn interessiert es eigentlich nur, ob du im Endeffekt seine Gebote hältst, ob du Israelit bist, okay? Was anderes interessiert ihn halt eigentlich nicht. Du musst natürlich auch zum Beispiel einer Arbeit nachgehen, okay? Und so weiter, dein Bestes tun und so weiter, okay? Aber die Wahrheit hat halt Vorrang, ja, ist halt das Wichtigste überhaupt. Vor allem, weil wir in dieser Zeit sind, okay? Und das ist halt das, was mich damals auch bewegt hat, okay? Weil ich habe damals schon gesehen, dass irgendwas an der Zeit etwas faul ist. Das ist wahrscheinlich mein israelitischer Geist, okay? Der eben da eingesetzt hat. Und deswegen habe ich auch bestimmte Sachen gemacht, die ich gemacht habe, okay? Aber wie gesagt, jeder Israelit hat die Chance, auch heute noch Buße zu tun, okay? Israeliten können ultimativ nur Buße tun, okay? Wie gesagt, weil Jesus Christus, so wie er genannt wird, ist halt für sie gestorben. Aber die Heiden werden, wie gesagt, trotzdem nach der Tora irgendwo da Judgment bekommen, weil jeder muss halt vor den weißen Thron, großen weißen Thron da im Weltraum, okay? Also richtig krass, okay? Und das wird halt jeden erwarten, okay? Also einfach mal so ein Judgment der Judgments, okay? Ist halt der große weiße Thron, you see? Aber ich weiß nicht, ob die Leute das so ein bisschen mit einbeziehen. Ja, ist mir ehrlich gesagt auch egal, okay? Ich will eigentlich nur die Israeliten aufwecken, die es halt noch irgendwie schaffen, okay? Wenn nicht, dann kommen sie sowieso zurück in Kingdom, okay? Aber sie werden sicher nicht dasselbe bekommen, was die Israeliten hier in dieser Weltzeit, sage ich mal, bekommen und halt auch machen. Ja, sie bekommen ja auch einen Lohn dafür, okay? Und so weiter, okay? Also lieber würde ich ein Israelit im Kingdom sein, okay, der alles hat, okay, als wie, keine Ahnung, als wie jemand, der durch die Lenden eines jemand anderen irgendwie zurückkommt und dann, keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Also es hat schon seinen Grund, weswegen wir die Wahrheit haben von GMS und die anderen nicht, okay? Auch wenn sie irgendwie dann ewiges Leben und so bekommen, okay, weil sie Israeliten sind und so, okay? Glaub mir, du willst nicht zu den zwei Dritteln gehören, okay? Vor allem, weil die in dieser Weltzeit noch Sachen erleben, die du wahrscheinlich auch nicht erleben willst. Nicht, weil du dafür belohnt wirst, okay? Paulus und so weiter wurden im Endeffekt belohnt und wussten es auch, okay? Und haben sich sogar gefreut, sondern weil sie halt einfach wicked sind, okay? Das heißt, das willst du eigentlich nicht. Okay. Aber das ist Also wenn du so einen Israeliten, der hier mit der Wahrheit ist, in GMS so im Königreich begegnen wirst, okay, dann wirst du jemanden begegnen, bei dem, wo du schon beim Anblick, okay, wahrscheinlich dich in Grund und Boden schämst, okay, weil die halt so krass angesehen im Königreich sind, okay, dass du eigentlich da, okay, dass du da selbst als Israelit schon so krassen Respekt hast, du hast ja jetzt schon so krassen Respekt vor deinen Brüdern in der Wahrheit, okay, wie viel mehr dann noch im Kingdom, wenn wir die ganzen Reichtum und so weiter haben, okay, der wird uns von den Heiden auch gebracht und so, okay, und was meinst du, was wir da alles besitzen werden? Und du willst eher zu den Leuten gehören, als wie zu den Leuten, die, keine Ahnung, durch irgendwelche Israeliten zurückgeboren werden, irgendwie nach dem Königreich oder im Königreich, okay? Oder sogar noch im zweiten Judgment vor dem großen weißen Thron dann stehen müssen, weil du siehst ja ganz eindeutig in der Offenbarung, dass die Leute, die halt ins Königreich kommen, die Israeliten, die ins Königreich kommen, okay, dass die halt nicht mehr vor das zweite Gericht müssen, okay? Und das willst du halt eigentlich nicht, okay? Du willst nicht vor dem zweiten Gericht stehen, du willst das Königreich hier so erleben, wie es halt also ich will es zumindest, okay, mir ist es wie gesagt egal, die zwei Drittel sind erblindet, okay. Können sie sein, ist mir egal, okay. Aber es ist halt nie zu spät für Repentance, okay. Nie zu spät. Weil selbst wenn sie jetzt noch mit der Arbeit anfangen, sozusagen, okay, selbst dann haben sie eigentlich denselben Reward wie jetzt jemand in Israelit, der jetzt hier zum Beispiel Tahar, okay, es ist ein Levit, okay, ich bin auch Levit, der schon seit 30 Jahren macht, okay. Okay. Daran ist halt nichts zu ändern. Warum? Weil es eigentlich ihm nur darum geht, okay, den Schöpfer der Erde geht es eigentlich nur darum, ob du Israelit bist und ob du Buße tust und ob du zu seinen Geboten zurückkehrst. Okay, ihm geht es nicht darum, ob du jetzt hier dich für schlau hältst, für weise hältst, keine Ahnung, seit 30 Jahren lehrst oder sowas. Okay. Double Honors übrigens to the Elders, okay. Und so, okay, sind die Apostel von damals, okay, reinkarniert. Sprechen Sie gerade drüber.
Okay. Sondern ihnen geht es halt eben darum, ob du Israelit bist und Buße tust, okay? Und das kannst du auch jetzt noch tun, auch wenn du dann, auch wenn sich die Dinge anders verhalten, okay? Und damit lasse ich es einfach so stehen mal, okay? Weil es gibt halt die Elect, die Auserwählten, und die sind halt sozusagen, für die ist es eigentlich gedacht, okay? Die werden halt alles überleben, die werden Superkräfte haben, okay? Und so weiter und so fort, okay? Und die Versiegelung, okay, der Auserwählten und so weiter, ja, das ist wahrscheinlich schon von Städten gegangen, okay? Deswegen, wie gesagt, es wird sich ein bisschen anders verhalten, so, okay, weil die sind schon versiegelt, aber du kannst trotzdem noch Buße tun, okay? It could have been 100 years ago. That's a Hindu belief. No, that's not a Hindu belief. No, it's a factual. It's a fact. It's a fact. Everything is reincarnated. All right? Is reincarnation in the word? Of course. Yeah, of course. We're going to give you some examples. You know the word. You know the Bible pretty much, right? Okay, you ever heard about John the Baptist? Okay, good. Keep that in mind, all right? I got it right here. I want you to give me Matthew's, the 11th chapter. And then there's a backup to that. Yeah. This is Matthew's, the 11th chapter, and then there's one in Matthew's 14, I think it's 17. 17, yeah. Give me Matthew's 11, and start at the 12th verse. Matthew's, chapter 11, verse 12. And from the days of John the Baptist. Malachi, all right, go ahead. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law. Let's jump back and let's break it down. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence. This is the Lord speaking. This is Christ speaking. All right. Read again. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence. So he's talking about his time because John the Baptist was Jesus' cousin. John the Baptist was about 6 months older than Jesus Christ. All right, go ahead. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence. Now, what does that mean when it says the kingdom of heaven suffereth violence? Kingdom of Israel. Thank you. But you know what the churches think? There was war up in heaven. Because when you think of the kingdom of heaven, you think of heaven, right? You think of an spiritual realm, right? So the Lord is saying, die Israeliten des Kingdom of Heaven sind, okay? Deswegen hat es auch was mit dem Geist der Wahrheit zu tun und so, okay? Wie gesagt, aber es geht ja eigentlich um die Reinkarnationsverse, die wir dir eigentlich. This is the Pharisees and the scribe talking to the Lord. Go ahead. When the kingdom of God should come, he answered them and said, When is the kingdom of God going to come? Right. So this is what he came reply back to. Go ahead. He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Neither shall they say, lo here, or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. So what is it? So the scribes and the Pharisees were what? They were Israelites, right? That's right. So he said, the kingdom of God is within you. So who is the kingdom of God? Israelites. Everybody else. The Romans made Jerusalem and Israel a province of Rome. That's why when they paid taxes, Jesus had an argument and said, so if this is Caesar's money, you gotta give it back. You gotta give some of it back. In the form of a tax. All right? Go ahead. Right. And it said it. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven, nation of Israel, suffereth violence. Suffereth violence. Go ahead. And the violent. Who are the violent? Das seinen Grund hat, okay? Also du sollst natürlich auch nicht gegen das Government, gegen die Regierung, dich selbst kriminalisieren, okay? Weil es einfach von der Hauer eingesetzt ist, okay? Er benutzt alles, okay? Er benutzt natürlich auch Satan entsprechend. Ich sehe, also Satan ist nicht nur von Yahweh geschaffen, sondern er ist auch eine Waffe von Yahweh, okay? Das heißt, selbst die Satanisten sind schlauer als so einige andere Leute, okay? Nur so nebenbei, okay? The Romans! Those are the ones that were actually committing the violence! The Romans! Go ahead! And the violent take it by force! Ein Superplan von Satan war übrigens Evolutionstheorie, okay? Es gibt halt echt Leute, die darauf reinfallen, okay? Aber
How was Israel taken over? By force. By who? By the Romans. Go ahead. Now later in history you had Israelites that became generals and captains and centurions with the offices of 100. After Jesus. Yeah, after Jesus. Paul had Roman citizenship. Go ahead. For all the prophets in the law prophesied until John. Until John, which is John the Baptist. Go ahead. And if you will receive it. And this is the Lord speaking. If you will receive this, go ahead. This is Elias. This, talking about John, is Elijah. Which was for to come. Which was for to come. Now, I want you to go to Malachi. Also, es bestätigt halt Reinkarnation, okay? Aber es gibt, wie gesagt, Unmengen an Verse, die Reinkarnation nicht nur bestätigen, sondern eigentlich clear-cut sind, okay? Wo es keine Interpretation gibt, okay? Aber du hast halt noch Esau Edom, der dir in seiner Bibelschule und seinem Theologiestudium irgendwas erzählen will, ja, um sich selbst irgendwo auch zu verblenden, okay? Ja, wie gesagt, das ist nichts anderes, was die Leute hier mit ihrem Virus machen, okay? Sie sind halt im Endeffekt... Sie wollen halt alles vernichten, okay, und sogar sich selbst würden sie vernichten, okay, aber Jahweh will nicht, dass die Erde kaputt geht, was sowieso schon durch Esau Edom hauptsächlich, sogenannten weißen Mann gemacht wird, okay, weil die sind da am Regieren, okay, siehst du, und er wird es natürlich nicht zulassen, weil es seine Erde ist, okay, und deswegen muss er auch jetzt auch kommen, okay, deswegen ist auch jetzt 2020 schon so knapp, dass Jahweh schon eintreten könnte in 2020, okay, weil du weißt nicht, wann er kommt, okay. Das ist halt das. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, okay? Das heißt, Yahweh Shai weiß selbst zwar auch nicht, wann er kommt, aber er weiß, dass sein Vater seine Feinde sozusagen richten wird, okay? Und Tag und Stunde und so weiß er nicht, aber er weiß, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt, okay? Das weiß er selber, okay? Und er ist halt unser Meister, okay? Und Yahweh Shai hasst die Heiden, okay? Yahweh Shai hasst die Heiden, aber es ist kein normaler Hass, was dir Esau Edom erzählen will, okay? Und wir Israeliten, wir hassen auch nicht, vor allem die Israeliten in der Wahrheit, okay? Wir sogar noch weniger, wir hassen Esau Edom, sogenannten weißen Mann auch nicht, okay? Sondern wir haben perfekten Hass, das heißt, wir hassen ultimativ eigentlich nur das The Wicked, okay? Und die Leute, die das machen, okay? That's reincarnation right there. Und wir legen uns sowieso nicht mit den Heiden an. Okay, weil wir wissen genau, dass es da Leute gibt, die über den Heiden stehen, okay, und das ist halt ultimativ diese ganzen Satans-Anbeter da ganz oben an den Spitzen, okay, die Leute, die hat noch keiner von euch gesehen, okay, die erscheinen nicht in den Medien oder sowas, okay, und gegen die kämpfen wir, okay, das heißt, Israeliten haben eigentlich nichts mit den Heiden zu tun, okay, es wird von jeder Perspektive gezeigt, das heißt, wir sind quasi eigentlich nicht da, okay, wir kämpfen eigentlich nur gegen diese geistlichen Mächte, okay, die eigentlich keiner kennt, weil die kennen sich wahrscheinlich nur selbst und sind irgendwie noch im System eingeschleust, okay, aber geben sich halt wahrscheinlich als normale Leute aus, wie auch immer, okay. Jedenfalls, diese Leute, okay, die sind da ungefähr mal für alles verantwortlich. Wieso? Weil sie direkt unter Satan stehen, aber Satan arbeitet für Gott, wie gesagt, okay. Und gegen diese Leute kämpfen die Israeliten, vor allem die Israeliten, Propheten, die in der Wahrheit sind, okay. Und, das ist unser Gegner, okay? Nicht der normale, sogenannte weiße Mann Esau Edom, der irgendwie da draußen rumläuft, okay? Das ist nicht... Der hat nichts mit uns zu tun, im Grunde genommen, okay? Ist halt das. Aber nicht mal das checken die Leute, okay? Deswegen ist halt 2020 echt ein Jahr, was das nochmal verdeutlichen wird, okay? Weil, im Endeffekt, okay? Im Endeffekt, es ist Zeit, okay, dass... das halt aufgeräumt wird, okay, und das ist das, was jetzt auch der RFID-Chip so ein bisschen mit einführen wird. Der RFID-Chip wird es ein bisschen mit einführen und der Virus hat auch ein Zeichen gesetzt. Und von wem ist das Zeichen gesetzt? Ganz genau von diesen Eliten, ja, die von Israel, von den Israeliten in der Wahrheit, okay, anvisiert sind, okay, das ist unser Ziel, okay. Wir haben nichts mit den normalen Heiden oder so zu tun, okay, eigentlich. Wir haben auch nichts gegen die, okay, natürlich. Hassen wir das Böse und dem König werdet ihr reinkarniert natürlich, okay, ihr werdet auch ein König. Weil jeder Spirit geht in die Spirit World und kommt dann wieder zurück und so, okay, Gott kann nicht holen, wann er will, wie auch immer. Okay. Selbst wir werden da natürlich schon dann im Königreich so, wenn wir euch Sünden sehen und so, okay. Keine Ahnung, noch weiter versklaven oder sowas, keine Ahnung, oder schlimmer versklaven oder so, okay, wenn ihr nicht davon lassen könnt, so. Aber nicht in diesem Königreich, vor allem.
Ja, aber dieses Königreich ist jetzt vorbei, okay? Und wie gesagt, ihr seid nicht unser Ziel, so, okay? Weil wir haben's, wir kämpfen halt gegen die geistlichen Mächte, finsternen Mächte, okay? In den, lass mal den Vers rausholen, okay? Jetzt sind wir da perfekt, weil es ist vielleicht besser, wenn wir kurz danach suchen, okay? Finsternis, okay? Finsternis, Mächte der Finsternis, okay? Finsternis, Kampf. Ah, genau, okay. Nicht gegen Fleisch und Blut, okay? Nicht gegen Fleisch, Blut. Okay. Ich rede zurzeit nicht so viel. Ich lese zurzeit nicht so viel in der deutschen Bibel, okay? Ich habe einige deutsche Bibeln, aber ich lese meistens in der King James Version, okay? Computer wurde schon ein bisschen langsamer. Ja, ich wollte das Video gar nicht so lang machen jetzt. Im Endeffekt, okay? Deswegen werde ich auch bald auschecken, okay? Aber es gibt noch einiges Wichtiges noch mit anzusprechen, okay? Das heißt, du hast halt, wie Israeliten, okay, wir wissen halt sofort, was los ist, wenn wir irgendwas in den Nachrichten sehen oder sowas, okay. Deswegen checken wir das auch immer gleich aus, in der Früh zum Beispiel, okay, weil du liest auch, dass Yahweh Shem in der Früh, okay, am Morgen seine Gerichte bekannt gibt sozusagen. Das heißt, er benutzt sogar diese Nachrichtensender, um die Massen sozusagen im Endeffekt im Kopf schon zu versklaven, weil sie es halt echt glauben, was sie da sehen, okay. Aber lass mal kurz eine Schlacht 2000. Aber wir wissen halt sofort, was los ist, okay, und wir wissen auch, wer das raushaut, okay, und wir wissen auch, wie wir sozusagen darüber denken, okay. Also Epheser 6,12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, okay, Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Feldbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, okay. Also es sind nicht irgendwelche Herrscher und sind auch nicht irgendwelche Heiden, sondern sind Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, okay. Das ist ein anderes Kaliber, okay? Die Leute kennt man, wie gesagt, nicht. Kennst du auch nicht, okay? Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, okay? Also die kommen sogar, die haben sogar was mit der Spirit World zu tun. Wie gesagt, Satan ist in der Spirit World und er redet sogar mit Gott, sogenannten, okay? Er redet mit Jehovah und verhandelt sogar mit ihm, okay? Das zeigt dir schon, dass er nicht einfach so tun kann, was er will, okay? Sondern er muss immer nach einer Genehmigung fragen von Satan, okay? Und was Esau Edom, seine Elite, ungefähr mal tut, ist uns anklagen bei Jehovah, okay, bei unserem Gott sozusagen. Wie schlimm wir doch sind und so, okay? Dabei wissen wir selber, dass keiner von uns perfekt sind, okay? Aber wir wissen, dass wir die hundertprozentige Wahrheit haben und dass die perfekt ist. Ja, und wir wissen auch, dass wir im Königreich ohne Sünde sind, komplett ohne Sünde. Und wir wissen auch, dass wir im Königreich nicht mehr sündigen können sogar, okay? Es geht gar nicht mehr sogar, okay? Aber wie gesagt, es sind hier Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, okay? Die regieren schon seit gewissen Zeiten. Okay, und die regieren nicht nur die Welt, sondern die regieren schon seit eben diesen Zeiten. Okay, das sind Leute, die schwer reinkarniert sind. Okay, wie bei uns bei den Israeliten. Okay, wir sind schwer reinkarniert. Okay, du hast Leute, bei denen weißt du, mit denen warst du damals am Tabernakel, an der Stiftshütte sozusagen. Okay, das merkst du im Spirit. Und dann hast du hier auch Leute, die sich wahrscheinlich auch schon von damals kennen. Okay, die halt in ihrer Bosheit ultimativ reinkarniert sind. Okay, und es hat alles mit den himmlischen Regionen, die hier noch angesprochen sind, zu tun. Okay, weil nichts ist hier, nichts funktioniert ohne den Geist und der wird halt von Jahwe gelenkt, okay. Das heißt, wenn du einen Wind spürst oder sowas an der frischen Luft, okay, dann sind es Engel, dann ist es Geist. Die Bibel sagt ja auch, dass Geist ist wie wenn man Wind spürt, aber nicht weiß, woher er kommt, okay. Das heißt natürlich auch, dass du einen Körper bekommen wirst, wenn du halt, wie gesagt, Israelit bist, der Buße getan hat und die Wahrheit kennt und predigt und so, okay. Sondern du wirst auch mit diesem Körper dich materialisieren können, was Yahweh Shai, sogenannter Jesus Christus, auch gemacht hat, okay? Aber wie gesagt, die sind alle auch zurück hier reinkarniert, okay? Aber lass mal schauen, was die Bibel kurz noch über Esau sagt, okay? Seine versteckten Sachen, okay? Das heißt, sogar diese Ultraherrscher, okay, der Finsternis, die reinkarniert sind seit Hunderten von Tausenden von Jahren, okay? Ich bin jetzt nicht hier, um dir irgendwelche Zahlen daraus zu geben, okay?
weil das kannst du ganz einfach auch nachlesen. Ja, jede Nation ist, wie gesagt, auf einen Vorvater zurückzuführen. Okay. Und da kannst du ja ganz genau lesen, wann Esau seine Regierungszeiten und so hatte. Und dann hast du das Römische Reich, was wieder auferstanden ist. Und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, du hast. Esau Edom, der im Endeffekt wie sagt man auf Deutsch, okay, sich für kurze Zeit von Jakob sozusagen im Stand halten kann, okay, aber es hält nicht mehr an, weil eben Esau seine versteckten Sachen halt, wie gesagt, erforscht sind und allbekannt sind, okay. His hidden things searched out, okay. Obadiah, okay. 1 and 6, how are the things of Esau searched out? How are his hidden things sought up, okay. Also sprich, seine Sachen sind jetzt hier allbekannt, okay. Die Leute wissen, wer der Wicked ist, okay. Nämlich Esau Edom, okay. Und das ist eine Prophetie, okay, das heißt, die Wahrheit muss immer beinhalten, dass es eine böse Regentschaft gibt, okay, und diese Regentschaft wird von Yahweh Ba'ashem Yahuashai gestürzt, und diese Regentschaft ist auch nicht, selbst wenn es manche denken, ist nicht wirklich gesund für dich, okay, ist nicht gesund für dich, okay. Ja, also Esau Edom ist halt finished, okay. Seine Regentschaft, seine Wicked-Regentschaft, okay. Und alles, was er gegen die Israeliten tut, okay. Und natürlich auch seine reinkarnierten Nachfahren, die sind natürlich auch alle sell-out sozusagen, okay. Alle sell-out, okay. Weil ihr habt, wie gesagt, euren Spaß gehabt mit eben dem Geld von euren Vorvätern, okay. Ist halt einfach so. Und, die Israeliten haben halt herausgefunden, wer sie sind, so, okay. Das heißt, jetzt ist halt das Kingdom vorbei und euch geht's halt auch besser in unserem Kingdom, okay. Nicht, weil ihr uns dann bewundern könnt, wie krass wir sind, okay, und das, was wir alles haben, sondern einfach, weil es für jeden gesund ist, okay. Selbst für Esau Edom, diesen finsteren Weltherrschern hier, okay, selbst für die ist es gesund, weil die werden nämlich die Erstlingsfrüchte im Königreich sein, okay. Die werden die Ersten im Königreich sein, die am härtesten versklavt sind. Alle Heiden werden versklavt, ist so. Okay, sagt die Bibel. Und das sind halt die Erstlingsfrüchte, weil sie halt am krassesten sozusagen hier mit ihrem, zum Beispiel, okay, mit ihrem Virus und sowas. Weil sie einfach komplett, und ich beleidige niemanden, okay, aber, okay, sie zerstören halt ihre eigenen Leute, okay. Als wäre es nicht genug, sozusagen den Augapfel von Yahweh Ba'ashem Yahuashai, okay, anzutatschen, also die Israeliten. Okay, sie zerstören auch noch ihre eigenen Leute. Okay, wie gesagt, es sind schwere reinkarnierte Menschen, okay? Und es sind auch keine Menschen, wenn du es wissen willst, okay? Okay? Es sind auch keine Menschen, wenn du es genau wissen willst. Natürlich ist es eine Nation, aber im Endeffekt sind es keine Menschen, sondern es sind Geister, die reinkarniert sind. Geister, okay? Und ein Geist ist viel stärker und krasser als so ein, als ein Körper, okay? Deswegen sind es nicht irgendwelche Menschen, die da sitzen, okay, sondern es sind ungefähr mal reinkarnierte, schwere Geister, okay. Und gegen die kämpfen wir, okay. Nicht gegen irgendwelche Heiden, okay, die verblendet sind, genauso wie die zwei Drittel, okay, die interessieren uns gar nicht, okay. Sondern wir kämpfen gegen diese Leute, okay, weil wir wissen, wer die sind, weil wir nämlich selbst auch reinkarniert sind und damals schon solche Sachen im Grunde genommen bekämpft haben. Ja, aber wie gesagt, weil das Ende schon von Beginn her deklariert ist und das Ende schon von Beginn her oder von Beginn her wieder herrührt, okay? You see? Das sind Fakten, okay? Und es siehst du halt 2020 eindeutig so, okay? Siehst du halt 2020 eindeutig, okay? Aber wie gesagt, ihr werdet die Israeliten nicht nur bewundern im Königreich, okay? Wie gesagt, ihr werdet euch schon auch fürchten müssen vor denen, okay, weil es ist natürlich auch Macht, die da gegeben ist.
Und die ist halt nicht zu vergleichen mit der jetzigen Weltzeit, okay? Es wissen sogar diese Israeliten, okay? Deswegen im Endeffekt, die zwei Drittel von Israel, ja, die sind halt darauf bedacht, wie die Leute auf sie schauen und sowas. Okay, aber die Heiden schauen sowieso auf euch, als wärt ihr nichts, okay? Also wen interessiert's? Okay, aber ultimativ sind sie deswegen zum gewissen Teil auch wicked, also böse, okay? Und Jake heißt Israelit, okay? Wenn ich Jake sag, meine ich Israelit, okay? Aber wie gesagt, ihr wart damals schon sozusagen die Leute, die ihr heute reinkarniert seid. Okay, das heißt, im Endeffekt interessiert es nicht mal uns, was ihr macht. Uns interessiert es nicht mal, was ihr macht, okay? Sondern uns interessieren eigentlich nur diese finsteren Weltherrscher, die wir ungefähr mal bekämpfen müssen als Auftrag, okay? Und die anderen sind eigentlich gar nicht im Spiel, okay? Wie gesagt, die meisten Leute werden einfach draufgehen in diesen Zeiten, okay? Weil Yahweh halt auch diese Eliten nutzt und so, okay? Das ist halt die Wahrheit, okay? Ja, wie gesagt, aber jeder Israelit vor allem, Israelit kann halt auch Buße tun. Israelit kann, oder hat herausgefunden im Normalfall, dass er Israelit ist, okay? Und die Heiden haben auch die Möglichkeit, in eine Tora zu gucken, okay? In die fünf Bücher Mose, okay? Alles andere liegt an Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai, okay? Aber wie gesagt, die meisten Leute werden draufgehen. Nicht, weil Esau Edom das so will, sondern weil Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai diese Leute nutzt, okay? Und er weiß auch, dass diese Leute schwere Geister von vergangenen Zeiten sind, okay? Aber er kontrolliert halt einfach alles, okay? Alles, komplett alles. Das heißt, keiner kann sich verstecken hier, okay? Aber diese Leute sind halt so... Die haben so viele multiple Persönlichkeiten, dass sie sogar denken, einerseits sie können sie verstecken und andererseits wissen sie, dass sie keine Chance haben, okay? Dann versuchen sie andererseits eine Space Force gegen die Israeliten und ihre UFOs zu errichten und dann versuchen sie andererseits wieder ihre eigenen Leute zu bekämpfen. Also es sollte dir schon zeigen, okay, wo wir hier stehen, in welcher Zeit und welche Leute das sind, okay? Und worum es hier eigentlich geht auf dieser sogenannten Erde, okay? Und es weicht halt von dem ab, was in den Schulbüchern auch, was Satan auch unter Kontrolle hat, okay, weicht halt einfach ab. Fakten sind Fakten, okay, auch in der Wissenschaft, aber die Bibel überholt alles, was eben nicht faktisch ist, okay. Das heißt, natürlich wirst du Wissen dir aneignen können, Informationen aneignen können, aber 2020 ist so eine überholte Zeit, dass alles andere einfach nur noch dumm ist, okay, und die Leute halt einfach keine Ausrede mehr haben, okay, weil Fakten bleiben natürlich Fakten, okay, aber was Beweise sind und was keine Beweise sind, ja, das zeigt sich vor allem hier durch die Bibel, okay, durch kein anderes Buch oder so, oder durch keine irgendwie Menschen oder sowas, sondern Gott zeigt es halt einfach, okay, auch durch seine Judgments, durch seine Gerichte zeigt er sich halt, okay, und es ist natürlich auch nicht ohne Grund, dass die Jamaikaner zum Beispiel, okay, und die meisten sind Israeliten, okay, dass sie halt auf einmal über Gott sprechen, über Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai, okay, wenn auf einmal ein Erdbeben ist, okay, das erzeigt sich auch durch sowas, okay. Das heißt, wir haben's, Yahweh ist halt der Dämon der Dämonen, okay, ich meine damit nicht, dass er ein boshafter Geist ist, lass mal die Definition gucken, okay. Sondern es heißt halt einfach auch, dass er sogar seine eigenen Leute zwei Drittel auslöschen muss, okay, wie viel mehr haben noch die Heiden das zu fürchten, was kommt, okay? Wie viel mehr, okay? Also hier spricht Dämon böser Geist in Klammern, okay, Geist, Mittelwesen zwischen Menschen und Gott. Könnte man sagen, Yahweh Shai ist ein Mittelwesen zwischen Menschen und Gott. Dem Menschen innen wohnende heimliche Macht, zweite Definition, okay? Lass mal sagen, dass im Endeffekt, wenn wir reinkarnierte Israeliten sind, dann kann es sein, dass das Spirit of the Lord ultimativ auf dich kommt, okay? Bei den Superkräften besitzenden Israeliten sowieso, die jetzt die Zeit, die jetzt anbricht und so, okay, die werden, du wirst nicht irgendwie stark sein, weil du jetzt, sag ich mal, so viel Muskeln hast, okay, oder Melanin hast, oder groß bist, okay, größer bist, Leviten sind, ist mir aufgefallen, übrigens ziemlich klein, ich bin auch nicht sonderlich groß, okay, das, wenn du Attack on Titan kennst, okay, dann siehst du da das Levi, okay, und da heißt auch nicht ohne Grund Levi, okay, ziemlich kleines. Leviten sind tendenziell eher kleinere Leute scheinbar. Okay, oder nur eine bestimmte Priesterlinie, wie auch immer. Aber ich denke, dass es alle sind. Tahar ist ungefähr mal auch ein bisschen kleiner, so im Grunde genommen. Okay,
Und wie gesagt, ein Levit wird nicht da jemanden besiegen können, wie zum Beispiel mit Superkräften, okay, weil er Muskeln hat oder sowas, sondern weil der Spirit of the Lord dich überführt, sozusagen. Du weißt es nicht mal, oder du spürst es halt wahrscheinlich so ungefähr, aber du wirst nicht selbst irgendwie dich bewegen oder sowas, okay, sondern es ist immer der Geist von Gott. Deswegen hat Samsung auch 1000 Leute zusammengeschlagen, okay, getötet. Nicht, weil er besonders viel Muskeln hatte oder Melanin, okay, sondern weil er den Spirit of the Lord auf sich hatte, okay. Aber das sollte ich eigentlich nicht erklären müssen, hoffentlich zumindest. Mittelwesen zwischen Mensch und Gott, okay. Also sprich, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai ist halt Geist, Mittelwesen, weil Yahweh Shai ist Yahweh, okay. Und er ist die in Menschen in Wunde heimliche Macht, okay. Und dein Körper ist von einer Seele in Besitz, okay, und diese Seele ist auch von Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Und diese Seele wird auch zu Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai zurückkehren, wenn du stirbst, okay. Und er kann diese Seele sozusagen fordern von dir, deswegen liest du es auch in der Bibel. Was macht der Reiche, wenn seine Seele gefordert wird? Was macht Kobe Bryant, wenn er seine Seele verkauft, aber am selben Tag, einen Tag danach, die Seele von ihm gefordert wird? Verstehst du? Und das ist halt die kalte Wahrheit, die dir Satan nicht erzählt, aber er weiß genau, dass es halt einfach so ist. Okay. Und ein Dämon ist halt ungefähr mal Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, weil er halt alles kontrolliert, okay. Und alles ist, okay, es gibt nichts, was er nicht sieht, okay, weil er halt unvorstellbar grell sozusagen ist. Das heißt, er kann überall durchblicken, er kann sogar deine Nieren erforschen, sagt die Bibel, er kann dein Herz nicht nur erforschen, das Herz ist wicked, okay, das Herz ist böse, verlass dich nicht auf deine Gefühle lügen, okay, deswegen tun die meisten Heiden auch auf das, was wir sagen, emotionell reagieren, okay, weil sie von Esau, Edom irgendwelche Lügen gesagt bekommen haben, die nichts irgendwie mit Realität zu tun haben, okay. Wie gesagt, dein Herz lügt, deine Gefühle lügen, okay. Es gibt nur Fakten, es gibt eine Logik und es gibt eine Realität, okay. Ist halt einfach so, okay. Und das ist im Endeffekt alles, was ich dazu sagen möchte in dem Belang, okay. Also du brauchst hier im Endeffekt nur eine Maske, wenn du weißt, du fasst dir oft ans Gesicht, okay, dann kannst du eine Maske tragen, weil dann kannst du es verhindern, okay, braucht nur jemand irgendwie husten an eine Stange oder so und dann fährst du dir ans Gesicht, dann hast du ein Virus, okay. Im Endeffekt, wenn dich Yahweh töten will, dann tötet er dich, okay, es gibt Millionen Sachen, okay, aber das, was gesagt wird, wie gesagt, ja, ist nur ein Zehntel von der Wahrheit, okay. Und damit beende ich es auch, weil es soll nicht allzu lang werden hier, okay. Ich muss auch mal wieder ein deutsches Video machen, okay, weil manche könnten die Ausrede verwenden, dass sie die Wahrheit nicht gehört haben.